Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, heute nehmen wir die Ringe und Amulette aus dem Händlerinventar, aus dem Accountlager und leveln noch ein bisschen den Jäger. Dazu müssen wir hier hin, genau. So, beim Beschwör bin ich momentan ein bisschen am nervig herumleveln. Da droppen die Gegner überhaupt keine Items gerade. Einen Stab habe ich bekommen, aber da habe ich schon viel bessere Stäbe sonst noch. Ist ein bisschen schade. So, jetzt haben wir die Ringe hier. Die machen wir. Können wir gleich mal ausrüsten. Ah, das ist eines, das was wir schon haben. Gut. So. Das muss ich reintun wieder, genau. Gut. Und das machen wir auch hier. So. Ring der Verfassung. Muss ich schauen. Heilung, Heilung. Was ist denn wie viel bringt denn Verfassung? Können wir das sehen? Treffer, 1331. Okay, der ist besser, hä? Es geht so lange. Ja, okay, lassen wir den Ring mal. Hier. So, jetzt hat sich gar nichts mehr getan. Ja, der ist wahrscheinlich besser, weil Verfassung wahrscheinlich auch ein bisschen Stärke, also Stärke, den gibt. Defensive, genau. Also, wir haben hier Hirnfell, müssen wir nochmal holen. Und sonst müssen wir scharfe Klauen abliefern, aber ich weiß nicht wo. Nun gut, also gehen wir hier einen killen. Und dazu gehen wir am besten wieder an den Rand hier von diesem Abgrund. Dort gibt es die meisten Hirnen. Jo. Also das Regnum Let's Play kommt langsam recht gut an. Dankeschön dafür an alle, die mitschauen. Und ja, freut mich sehr. Ich hoffe, es wird noch beliebter. Und wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr gerne mitmachen hier bei Champions of Regnum. Ich bin halt so einer, der recht wenig Zeit hat und da nicht so gut mithalten kann. Und wenn jemand mir natürlich dabei helfen kann, darf und will, der darf mir gerne Bescheid sagen, damit ich einfach ein bisschen weniger Zeit investieren muss. Außerdem mache ich schon lange eine Gilde und dafür brauche ich 8 Leute, also wenn noch ein paar sich treffen wollen mit mir, dürft ihr das auch Bescheid sagen. Einfach in die Kommentare schreiben per PN oder hier in-game. Und ja, am meisten unter Necromancer Drago bin ich online. Sonst einfach mal als Freund hinzufügen. Hier Necromancer Drago eingeben und dann seht ihr, wenn ich mal online bin. Aber ich bin ja jeden Tag recht oft online. Und deshalb. Ja, schauen wir mal. Und sonst selten. Dürft auch nur zuschauen. Ihr müsst nicht mal zuschauen. Es ist allen frei, aber. Also ja. Aber eben eine Community, die, das wäre richtig genial. Und. Jo. Es profitieren im Allgemeinen eigentlich alle. So. Die Hähnen gehen recht schnell.
Das ist gut. Und wir sammeln wieder dieses Fleisch wie beim Beschwör, habe ich gezeigt, glaube ich. Nein. Die wollte ich eigentlich nicht angreifen. Also schnell weg. So, nicht, dass das noch angreift. Das ist nämlich eine rote Hirne, die ist nicht gut. Nicht gut Kirschen essen mit der. So, wir haben noch ein bisschen Leben. Deshalb greifen wir mal das an. Gut, und buffen. Also die Hähne ist recht stark als Pet. Muss halt noch ein bisschen stärker werden. Aber das geht schon bald. Ja, ich freue mich, dass Regnum viel Spaß mehr wieder macht. Ich hätte nie gedacht, dass ein Spiel, was zuerst einmal als nicht so gut angekündigt worden ist, eigentlich von niemand angekündigt wurde, einfach von Computerspielspiel so erfolgreich werden könnte. Und es ist eigentlich eine meiner einzigen MMORPGs, die Free to Play sind, um mir zu sagen. Flyff hat mich noch ein bisschen zugesagt, also Fly for Fun, Rappels und momentan ein bisschen Arch Age, aber das habe ich jetzt noch nie installiert. Da muss ich mal machen. Mal schauen, wie es so ist. Also, ja, Gutes kann ich jetzt nicht so berichten. Ich kenne es nicht. Schlechtes kann ich auch nicht so gut berichten, außer dass es recht in der Kritik war, weil es Pay-to-Win war und jetzt, glaube ich, immer noch ist, aber das darf man ja den Entwicklern nicht sagen. Weil die hatten irgendwie etwas gemacht, dass, ich glaube, die löschen die Trades im Forum jetzt immer wieder wegen solchen Sachen. Ist irgendwie lustig. Ja, das hättet ihr früher machen sollen. Jetzt sind hier ein paar Leute ein bisschen böse auf euch. Aber eben, zum Beispiel, ich bin nie lange böse auf irgendwas. Und die wahrscheinlich auch nie. Vielleicht wird es ja mal ein recht gutes Game. Aber, na, erfolgreich kann man jetzt das noch nicht nennen. Muss mehr dahinter sein. Hey, ich mache jetzt die Quest zum dritten Mal. Zum vierten Mal zum zweiten Mal hintereinander, aber das dritte Mal insgesamt jetzt in Ignis. Wahnsinn. Ganze Zeit dieses Bier raustragen, umwandeln. Und das heißt, Trank, es darf nicht Bier heißen wahrscheinlich. So, und dann nehmen wir wieder zurück. Eine Scheißquest. Ob so schlimm ist, ja, nicht. Sie gibt gute Erfahrung, das ist das Wichtigste. So. Jetzt geht's, glaube ich, nur noch hier durch. Oder geht's nochmal? Ja, es geht nochmals. Ah ja, jetzt ist das mit dem Ding. Also jetzt heißt es Ulitats. Und dann heißt es irgendwie anders. So. Ja, jetzt heißt es Nupop-Schlaftrank. Oh Gott. Aber da haben wir ein Level up. Noch ein Level dann. Und dann sind wir so hoch wie den Beschwörer. Aber der levelt auch ein bisschen. Nein, eigentlich sollte der schneller leveln, aber ich habe ihn, den Beschwörer, noch nicht so viel gespielt. So, das ist der Magnaniten-Quest. Ja. Dann schauen wir mal hier drüben, ob es da noch eine Quest gibt.
Und wir gehen kurz zum Jäger. Ja, das ist die Quest auch, Magneten. Also da gibt es halt nicht mehr. So, als nächstes machen wir dann ein paar Reisquests, wenn wir Level 15 sind. Momentan können wir noch nicht gut. So. Doppelschuss muss mir eigentlich nichts gehen. Dann machen wir hier noch weiter. So. Also, diese Quest haben wir auch beendet. Da vorne hätten wir noch eine Quest. Ja, die nehmen wir auch an. Da. Sudele. Tritzi Eis. Der Name. Getritzte Augen, oder was? Ich weiß nicht genau, was Tritzi heißt. Hab ich auch noch fast nie gehört. Ah, das ist das mit dem Fass. Ja, ja, ja. Das ist altbekannt. So. Ja, der Health-Balken ist recht schwach. Der ist langsam bei solchen Reisenfähigkeiten. Und so, jetzt haben wir einen Kurzbogen. Ja. Einen schwachen Blapfe. Oder haben wir das schon mal gemacht? Wurde der Charakter irgendwie nicht gespeichert oder was vom Server? Ich weiß es jetzt nicht genau, wie das jetzt zustande kam, aber Blattpfeile habe ich doch schon ein paar Mal bekommen. Nun gut. In Medinet unten haben wir wahrscheinlich nichts. Da müssen wir jetzt wieder bei Mobs leveln. Aber wo denkt am besten. Wir schauen jetzt zuerst mal nach Medinet. Und ja, ich erzähle noch ein bisschen etwas. Ja. Ab Level 30 werde ich dann mit dem Jäger mal ein paar Erkundungsmissionen machen und einfach mal ein bisschen scherzen. Bis dahin eben werde ich natürlich recht viel zeigen vom Jäger. Ich muss schauen, wie ich das am besten mache, weil sonst muss ich nämlich immer die ganze Zeit die Rüstungen und so kaufen, aber ich habe ja relativ viel Geld. Also ja, so viel Geld jetzt auch nicht, aber vielleicht kaufe ich sie mit dem Barbaren dann die Rüstung. Und sonst eben. Irgendwelche Mobs geben da schon recht gute Sachen. Ah, wir haben ja hier 26 schnell. Ja, den da. Und sonst haben wir nichts. Ah, die. Ja. Okay, die Duellistenpfeile. Ja, können wir verkaufen. Also hier ist nichts. Ja. Schade. Das ist sehr schade, aber dafür einen besseren Bogen. Aber jetzt müssen wir auch dann ein besseres Pet suchen. Wir könnten die Panther holen. Nein. Vulkan, das ist hier am Leveln. Die sind noch gelb, die können wir nicht holen. Welche sind Bienen? Wir könnten die Bienen holen, aber die sind doch recht schwach. Die wütenden Wespen, oder wie sie heißen. Ah, ich weiß, glaube ich, wo ich den habe. Schwarze Panther, die ich den kann zähmen. Nämlich zwischen Altaruk und Allahed. Ungefähr hier sind ein paar Panther. Hm.
Hier haben wir keine. Da waren wahrscheinlich viele Leute schon durch. Ja, jetzt gehen wir am besten. Ja, geradeaus nicht so gut. Gehen wir nach oben wieder. Ah, hier haben wir einen Stein. Hoffentlich Magnoliten. Ich habe schon lange keinen mehr gefunden. Ja, einen. Immerhin. Da ich ja so relativ aktiv momentan bin, gehen mir langsam... Ja, wie soll ich sagen? Die Zeit fehlt mir halt, um die Magnoliten zu suchen. Und da ist meistens jemand schneller und nimmt mir die weg. Da stock ich die Magneten fast nicht mehr auf. So 5 pro 3 Tage oder so, also recht wenig. Einer, der mehr Magneten sammelt und dann übergibt und irgendwie so 60% selber behalten darf, der würde ich gerne einstellen. Also wenn jemand für Magneten für mich die Arbeit macht pro Tag ein bisschen, Magneten sucht und mir eben immer 40% abgibt oder sogar 30% nur. Ich würde es gerne haben. Also ich würde gerne... Ja, da würde ich gerne einen haben, der mir Magneten beschafft. Aber ja, so dringend ist es ja auch nicht, da ich Magneten nur für die Quests brauche und vielleicht für einen Magnetenbogen für den Neger. Aber der Barbar braucht wahrscheinlich nicht so ein Schwert oder so. Mal schauen. So, wohin muss ich dieses Ding... Ah, da muss ich die, die Leichen, die Leichs, auf Englisch eigentlich, das ist das falsch übersetzt, aber Leichs, muss ich ja hier killen. Also die sind auch gelb, das ist klar. Ja, Felsen der Leiche, die da müssen wir killen. Aber noch nicht. Die sind gelb, nein, die sind blau-grün. Okay. So. Wo haben wir hier so einen Panther? Ja, genau, wir haben es genau richtig erkannt. Verlassen. Und dann angreifen. Zähmen. Dann haben wir einen Panther. Das sieht doch viel schöner aus als eine Hyäne. Also vor allem für mich. Gut. Dann greifen wir mal ein paar Panther an. Ah, du musst auch angreifen. Komm schon. Sehr schön, du machst auch Schaden. Gut. Ja, der Jäger wird langsam stärker. Das ist gut. Wenn er noch stärker wird, dann ist es sehr gut. Wo ist jetzt der Panther vom... Hallo? Ah, da ist er jetzt wieder plötzlich. Hä? Wo war denn der? Also greifen wir hier Panther an. Die geben immerhin Erfahrung. Zwar keine Items, fast keine Items. Ja, ein Stab des Eises, aber der ist recht schwach. Und gut. Gar nicht mal so schwach. Ein Alexandrit. Den behalte ich mal, das sieht cool aus. Den könnte ich rüber schicken, aber der ist wahrscheinlich schwächer als den, den ich dort habe. Ich will noch die Wespe angreifen, bevor wir Pause machen müssen. So. Okay. Dann haben wir hier Quests. Nö. Müssen wir schon fast am Strand Erfahrung sammeln. Ja, Level 14 ist eines der schlechtesten zum Questen. Ab Level 15 haben wir die Reichsquests.
Und dann ist er erst ab Level 36 dann wieder extrem öde. Da fängt es richtig an, scheiße zu werden. Ja. So. Tot. Der Caitlin Aramis ist tot. Oh. Nicht gut. So, mach mal Piep. Hier. So. Der Panther guckt uns an. Willst du mal einen echten Panther sehen? Okay, das ist ein normaler Panther und wir haben einen gigantischen Panther als Reiter oder was? Gibt's auch, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo wir einen solchen gesehen haben. Es war irgendwo im Norden von der Ignis Warzone. Keine Ahnung mehr. Genau. Ah, ich glaube ganz unter der Alga-Brücke. Also die Alga Ackerbrücke. Wo ist Alga? Ah, da ist Alga. Also Ackerspock-Brücke. Da, glaube ich, oder oberhalb oder unterhalb, je nachdem. Dort waren die Panther, die ganz groß sind. Jetzt müssen wir das ganze die ganze Zeit über Monster kloppen, weil wir keine Quests mehr haben. Hm, nicht so gut. Wir könnten hier Käfer killen. So habe ich die Dinger angesetzt. Ah, weil ich jetzt ein bisschen verkommen bin mit den Tasten. So, Käfer. Ihr gebt doch ein bisschen mehr Erfahrung. Ob der Panther stirbt bald? Das ist nicht so gut. Panther, wieso hast du so wenig Leben? Wieso habe ich so wenig Leben? Der macht so viel Damage. So. Ja, nun gut. Dann reisen wir noch ein bisschen. Mal schauen, wo wir noch Quests haben. Aber denke ich mal, nirgends sonst. Winzige Steingolems sind doch die. Da müssen wir die noch angreifen, okay. Die sind sonst am Strand. Und wo ist das? Wo ist... Ah, das ist die Quest, wo das Ding fehlt. Die ist irgendwo hier. Rockhand ist da oder da oben. Oder hier hinten. Okay, dann können wir die Quest dann noch zum Abschluss abgeben. Aber zuerst noch ein bisschen angreifen hier. Na, dann machen wir das mit dem Abgeben. Ein alter Rock dann das nächste Mal. Jo. Es wird langsam. Wir brauchen halt bei Champions of Regnum recht viel Geduld. Aber eben. Dann wird es umso spannender. Dann wird es cool. Ich freue mich. Und die können nicht abstürzen, meine ich. Nein, ich will nicht. Ah. Aber sieht genauso aus wie Sprint oder wie das heißt. Sprung, glaube ich. Also. Nein, nicht den angreifen. Ja, genau, den angreifen. Nicht so genug Mana. Von mir aus. Wieso gibt es eigentlich immer diese Anführer? Die bringen nichts. Die greifen nicht mal in der Gruppe an. Aussprechgeschwindigkeit. Ab 2, ja, aber.
Ich glaube, das nimmt niemand sonst. Und ich habe ja normal niemand, der ich Items geben kann. Ich muss los, der nimmt meine Items ab Level 26 an, weil er ja nicht mehr spielt. Bisschen schade, dass er aufgehört hat. Aber er ist sehr, ja. Er ist noch ein bisschen kindisch im Kopf, sozusagen. Kindlich, nicht kindisch, kindlich. Weil, er kauft sich immer Spiele ab 60 Euro, spielt zwei Tage, dann legt er sie wieder weg, flennt herum. Und das gleiche ist eigentlich mit Champions of Regnum passiert. Kauft er sich für 20 Euro ein teures Reittier, will sogar noch ein größeres kaufen und dann hat er plötzlich keinen Bock mehr und die Reittiere sind für den Arsch. Naja, Verluste. Muss ein bisschen mehr Geduld haben. Dann geht's schon wieder. Nun gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, es ist ja auch nicht so streng mit dir, aber ja, ich würde mich so vor allem mal freuen, mit jemandem zusammen aufzunehmen. Und vielleicht hast du ja bald wieder Bock oder jemand anders. So, und wir müssen jetzt zurück nach Altaruk. Ja, noch 3 Minuten 24, das reicht noch bis Altaruk. Können hier mal abmachen. So. Leute, what the fuck? Kein Retz dabei? Was ist ein Retz? Retz. Was ist ein Retz? Ist Kaetra, will eh aufgehen. Bandit Forever. Das tut sich so irgendwie komisch anhören. Bandit Forever. Er will also böse sein für immer, oder was? Ich glaube kaum, dass jeder will, dass ein Bandit hier sein Unwesen macht, treibt. Ja, latschen drüber und lol. Aha. Spielst du League of Legends oder was? So, also. Ja, jetzt müssen wir diesen Rockhand, diese Rockhand, müssen wir ansprechen, die müssen wir schauen, wo die ist. Phoenix, die Keyboard. Ja, wenn man sie nicht angezeigt bekommt und nicht findet, dann ist es schwer, die Quest zu beenden. Ich dachte, die sei irgendwie hier, ne, irgendwo. Ah, oh, schon wieder diese. Vielleicht der da? Nein, das ist der Latif. Ja, der hat noch eine Quest, gut. Ah, das ist mit der Wespen, die machen wir nächstes Mal auch. Akil. So. Vorseher Rockhand. Ich verstehe nicht, wo die sein soll. Das ist der mit dem Magnetenquest. Vielleicht die da hinten. Nein. Ja. Vielleicht da drin. Alia, Nabil, Numa, Parsis, Shift, die DCA. Das ist ja der, den wir vorher gesucht haben.
Ja. Ja, suchen wir in der anderen Stadt nochmals nach diesem. Das können wir wirklich nicht anvisieren. Ja, dann ist es wahrscheinlich in aller Hät. Naja. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. Und, oh, schöne Elfin. Jo, schönen Tag noch. Tschüssi, Leute. Tschüssi, Kowski. Musim, Musim. Icken, Liebhaber. Tschüss.